Moin moin zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ihr seht, der Boden ist weg. Das war das eine Geländerteil, was hierhin festgehalten hat. Ganz toll. So möchte ich das haben. Jetzt nerven mich eigentlich nur noch die Teile hier, aber das ist dann auch nur noch... Ey, sei jetzt mal eine Kleinigkeit. Ich hatte auch nicht erwartet, dass die hier hängen bleiben, um ehrlich zu sein. Aber so ist es nun mal. So, wir holen mal hinten aus der Kiste unsere Rebar-Geschichten. Auch immer die waren. Die waren, glaube ich, hier drin. Yep. Nun fangen wir schon mal mit den Sätzen an. Die sind wenigstens stabil. Hoffe ich. So. Die werde ich dann dementsprechend jetzt erstmal auch von unten absichern. Ich habe absolut, absolut keine Lust, dass mir der ganze Scheiß gleich wieder irgendwie zusammenbricht. So, wie machen wir das Ganze denn mal? Ja, komm da rein. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Der Ton klang jetzt ein bisschen komisch. So, ich werde natürlich nicht die ganze Fläche hier oben damit einzäunen. Mir reicht ja ein kleiner Bereich. In Anführungszeichen. So, und schon ist es abgestürzt. Es kann mir nicht mehr einstürzen. Es darf mir nicht mehr einstürzen. Pimps, wenn ihr mir das einstürzen lasst, gibt's Haue. Dann gibt es ganz mächtig, mächtig Haue. So. In der Mitte. Im Endeffekt habe ich jetzt genau das wie vorher auch, nur halt mit anderen Rahmen. Es ging sogar passend auf, da bin ich ja echt schwer angetan von. Das werde ich aber noch ein bisschen anpassen, damit es von der Symmetrie ein bisschen besser hinkommt. So. Dürfte eigentlich auch reichen. Mache ich nämlich hier zu. Und hier, upsala, mache ich auch zu. Nein, ich verschwende keine Rahmen. Würde ich doch niemals tun. Dann haben sie hier zumindest diesen Durchlauf. Das hier würde ich ganz gerne irgendwie noch anderweitig benutzen. So, hier hochziehen und das als endgültigen Punkt für Zombies, die da reinkommen. Tür offen lassen, dann hast du nicht gesehen. Und hier fette Spikes reinsetzen. Das ist doch was Feines. Das klingt gut, das machen wir auch. So, einmal nach oben. Da den Rest beseitigen. Und dann mal gucken. Tada. Dafür wird sich jetzt die Kettensäge anbieten, die ich jetzt wieder zurückgelegt habe. Warum hält eigentlich das Bücherregal hier? Wird das von den anderen Regal gehalten? Ist ja nicht so, dass es nervig ist, hier so einen Doppelrahmen zu haben, der dazu auch noch äußerst stabil ist. Ernsthaft? Okay. Ja, schön. Hier werde ich auch noch ein Stück weiter bauen. Preisfrage. Wenn ich den jetzt wegkloppe, was passiert mit der Decke? Ich würde mal behaupten, wir werden hier ganz massiv Party haben, wenn ich den wegkloppe. Ich muss mal eben kurz rechnen. Ach, wisst ihr was? Wenn ihr diese Folge hier seht, die dürfte dann am, wenn ich mich nicht täusche, am Mittwoch rauskommen, dann sind es laut Plan nur noch wenige Tage bis zum erhofften Alpha 12 Release. Von daher, was soll's?
Wie jetzt, das war's? Bin ich ja schon fast ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, jetzt kann ich euch hier so die Mega-Party... Ja, genau. Alles klar. Das wird schon irgendwie stimmen. So. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich kann euch hier die Mega-Party präsentieren, so... Apokalypse-mäßig, alles am Einstürzen und... Naja, offenes Dach und hast du nicht gesehen. Nö. Dem war nicht so. Trotzdem nehme ich jetzt die Kettensäge. Weil ich's kann. Ey. So, jetzt aber. So. Weg mit dir. Ich sehe mich schon fallen. Ja, aber anders als geplant. Ja, da war ja was mit Gehopse und so. Dann machen wir hier noch ein bisschen rüber. Wie viel Abstand habe ich jetzt? 4, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich finde es blöd, dass da jetzt gerade die Bücherregale stehen. Aber somit habe ich einen Anhaltspunkt, wo ich denn setzen muss. Ich kann mich nicht verbauen, das ist schön. Ich muss nicht nachdenken. Eine Übung, die mir sowieso schwer fällt. Ich muss aufhören, mich hier jedes Mal ins negative Licht zu rücken. Wir brauchen trotzdem noch ein paar. Tata, tata, mache ich das hier drüben auch? Interessante Frage, weil hier hält ja momentan alles. Das sieht noch nicht zerstört aus. Betonung liegt auf noch. Noch ist alles schick soweit. Aber pass auf, der kommt noch weg. Der nervt mich. Aha, aha, aha. So. In der Alpha 12 werde ich mir auf jeden Fall diese Hütte hier wieder einverleiben. Vorausgesetzt, ich finde sie. Das ist ja dann nämlich die nächste Frage. Wie gut komme ich hier an diese Position wieder ran? Interessiert mich ja schon selber. 1, 2, 7. 7, 7, 7. Reicht das dafür eigentlich? Ja, doch. Nö, weiß nicht. 7. Finden wir es heraus. 10. Wunderbest. Das ist das Schöne an solchen Spielen. Man muss nicht selber rechnen. Das übernimmt die Software für einen. Das ist schön. Das ist herrlich. Das ist... Ach, ich glaube, ich gehe wieder ins Bett. Das ist ermüdend. Genau. So, wo ist denn hier in etwa die Mitte? Es gibt keine richtige Mitte. Ja, und das wird wahrscheinlich Stein sein. Sehe ich das richtig? Natürlich wird es Stein sein. Wenn ich mit der Kettensäge da nicht durchkomme, dann ist es Stein. Aber wofür haben wir den auch noch? Eigentlich schon ärgerlich, dass wir das alles nicht mehr haben werden, ne? Königstein. Ist ja nicht so, dass man nicht damit gerechnet hat. Ich habe absolut keinen Plan, wo ich jetzt hier rauskomme.
Hier, sieh mal an. Ist ja nett. Wie viel habe ich da jetzt? 8 mal Concrete. Damit kann man doch arbeiten. Pass auf. Habe ich nicht noch. Tata, tata, tata. 2. Toll. Und cool. Ich würde ja am liebsten jetzt hier gerade ein bisschen wilde Sau spielen, weil mir danach ist, aber... So. Brauche ich noch mehr? 1, 2, 3. Ja, ich brauche noch mehr. Oder? Nö. Doch. Nein. Vielleicht. Bleiben wir bei einem unbestimmten vielleicht. So, so. 1, 2, 3, 4, 5. Schön. Du fliegst raus. Du kommst rein. Du kommst rein. Ihr kommt weg. Du kommst raus. Du kommst rein. Und wie ich mehr brauche. Ernsthaft? Eine. Okay. Dann... machen wir noch eine. Ach, komm schon. Eins, zwei, drei, vier. Und ich habe schon wieder den Doppelton. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Ich hatte zwar gesagt, eigentlich wollte ich von hier aus erreichen, dass sie da in die Mitte laufen. Aber idealerweise möchte ich gerade erreichen, dass sie nicht hier reinkommen. Sondern wenn überhaupt von der anderen Seite. Also würden wir dann... wir können ja schon mal das planen für die nächste Folge dann. Also für die nächste Episode, wenn wir uns sowieso hier wieder einquartieren. Dann machen wir das mal so. Wo sind die Spiders? Keine Spiders? Warum? Ich war doch laut genug, oder nicht? So. Die Leiter, die Treppen würden dann dementsprechend hier auch wegkommen. Noch brauche ich sie ja aber. Ach, Schiete brauche ich doch noch mehr. Meine Güte. So, damit komme ich dann aber auch hin. Könnte auch so jetzt schon, aber ich hätte das ganz gerne doppelt. Und dreifach. Sieht man die überhaupt? Ne, gut. Ja. Also wir würden das dann dementsprechend so handhaben, dass wir hier dann die Spikes setzen. Hier würde dann... ich weiß gar nicht. Je nachdem, wie gut wir an Concrete und so weiter rankommen. Eventuell müsste ich dann noch ein Haus einreißen, um das zu bekommen. Irgendwoher. Wir würden das Ganze dann hier noch 2, 3 Blöcke nach vorne ziehen. Hier ein höher gehen. Und dann hier so eine...
eher so eine Rampe davor setzen, also obendran, damit gerade die Kreischer hier nicht hochkrabbeln können. Das wäre so ziemlich meine größte Sorge. Den ganzen Shit würden wir hier einfach zumachen. Sollen sie hochkrabbeln? Kommen da oben noch Rampen ran, dann können sie da auch nirgendwo mehr hin. Das ist sowieso, deswegen mag ich dieses Gebäude vom Baustil alleine schon. Weil von hier aus, wenn sie hier hochkrabbeln, kommen sie da oben nicht weiter. Können nichts ausrichten. Von hier aus können sie nicht wirklich hoch. Ja, sie können darauf. Wow, toll. Viel Spaß. Hau rein. Da wäre momentan die einzige Möglichkeit, wo sie wirklich bei mir reinkommen können. Aber da kann jeder andere Zombie auch reinkommen. Ergo. Habe ich gerade einen Hund gehört? Ich habe schon wieder Hallos. Juhu. Nö. Ich habe doch keine Hallus, das ist mein Hund, der vor mir schläft. Dankeschön, dass du mir den Schock meines Lebens hier im Spiel bringen möchtest. Aber nein, ist in Ordnung. Schlaf dich nur aus. Erschreck Herrchen weiter. Macht Spaß. Ich bin dann auch ernsthaft am Überlegen, ob ich hier denn halt aufmache für die Zombies, dass ich halt sie. Ich muss sie ja irgendwie kontrolliert, wenn in die Bude reinlassen. Oh, hi, Kollege. Tschüss, Kollege. Ja, okay. Also für die nächste Folge habe ich was geplant, ein kleines Feuerwerk, einfach so als krönenden Abschluss für die Alpha 11. Und selbst wenn die Alpha 12 dann noch ein bisschen später kommt, dann würde ich für eine Woche 7 Days to Die aussetzen. Oder halt nur so Just for Fun Folgen machen oder whatever. Muss ich dann dementsprechend sehen. Na, komm. Das ist wirklich mein Hund, der hier knurrt. Super. Süße Träume, Kleiner. Jetzt fangen die Nachbarnhunde auch noch an. Super. Was will ich denn hier unten? Ich komme hier doch sowieso nicht mehr raus. Toll. Klasse. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Ist aber nicht weiter tragisch. Kriegen wir alles hin, glaube ich. So. Wir werden nämlich, das so viel kann ich verraten, in der nächsten Folge ein bisschen Lärm machen. Einfach mal um ein bisschen was anzulocken, um hier ein bisschen Party zu machen. Im Großen und Ganzen sind uns hier nicht so viele Zombies unter die Augen getreten. Wie viele habe ich jetzt? Ich stehe kurz vor meinen 2000 Kills. Das dürfte jetzt Folge 37 sein. Ihr könnt es euch ausrechnen, 37 mal 20 Minuten, circa roundabout im Durchschnitt die Folge. Da sind 1680 Kills. Ich würde sagen, eine gute Nummer. Das kann man so mal stehen lassen. In der Alpha 12, je nachdem wie weit sie da noch gedreht haben und so weiter und so fort, möchte ich das Ganze noch toppen. Das heißt, bis Folge 37 will ich mindestens 2000 Kills haben. Okay, sei es aber drum. Wir verabschieden uns jetzt hier, just an dieser Stelle. Ich werde hier noch ein bisschen sammeln, noch ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge. Und dann machen wir groß Bum Bum. Und wenn wir es nicht schaffen, jetzt hier irgendwas anzulocken, was denn uns hier wirklich Party beschert, dann weiß ich auch nicht weiter. Na? Wir sehen uns ja beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.